Hallo zu einem Let's View. Ich war mal auf dem Flohmarkt und da habe ich dieses wunderbare Disney-Buch gefunden. Das ist aus dem Jahre, ich glaube, 62. Nein, ich glaube, es steht da 62. Ich habe diese Geschichte in meiner Kindheit geliebt. Ich habe sie aber in anderer Form gehabt, in irgendeinem anderen Buch. Ich weiß nicht genau, in welchem. Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich vergessen. Aber unabhängig davon, das ist eine wunderschöne Geschichte. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, dann schauen wir uns nochmal dieses wunderbare Kinderbuch an. Walt Disneys Donalds Eisenbahn. Nummer 29 aus dem Blücher Verlag. Aus den auch 60er Jahren war das. Richtig wunderschöne Kindergeschichte, mit der bin ich aufgewachsen. Ich habe echt tolle Erinnerungen daran, weil es irgendwie meine Fantasie angeregt hat, wie Modellbau auch sein kann. Ja, und das schauen wir uns noch mal, dieses wunderschöne Buch an. Ich selbst, ich erwähne es noch mal, das habe ich in einer anderen Form gelesen. Ich glaube, ich habe ein Sammelband gehabt mit mehreren Kurzgeschichten oder mit mehreren dieser Art Geschichten und da war auch diese enthalten. Und wie gesagt, die hat mich am meisten fasziniert und meiner Kindheit verfolgt. Aber jetzt möchten wir uns die mal einfach mal angucken. Schlagen wir auf. Richtig schön. Hier haben wir erstmal dieses Buch gehört. Mit Tick, Trick oder Track, einer von beiden. Dann einer Maus aus. Cinderella muss das gewesen sein. Und Mickey in einem klassischen Design. Man merkt richtig die schönen. Ja, das. Ach, einfach mit viel Liebe gezeichnet. Irgendwie fühlt sich das an. Ja, und hier haben wir dann auch schon gleich den Titel. Nochmal. Hier ist sogar ein Datum. Kann sein, dass es ein Geschenkdatum ist. 4.6.89. Ist auf jeden Fall auch schon 20 Jahre alt. 30 sogar, kann man sagen. Mittlerweile. Wahnsinn. Jedenfalls Donalds Eisenbahn. Hier sehen wir Donald, wie er seine Eisenbahn pflegt. Ja, und dann wollen wir mal aufblättern und gucken, was wir hier haben, ne, für eine Geschichte. So. Da gab es auch einen kleinen Bahnhof. Entenhausen stand auf seinem Schild. Um den Bahnhof herum lag ein kleines Dorf mit Häusern, Geschäften und mit einer Kirche. Aber niemand lebte hier, denn es war alles winzig klein. Ja. Können wir nicht alles sagen. Es erinnert mich übrigens auch an ein altes Computerspiel für den C64, das ich hatte. Donald Duck's Playground. Da musste man auch mal eine Eisenbahnanlage aufbauen und so weiter. Richtig spaßig. Ja, und hier sehen wir es. Sehr schön gemalt, ne? Inszeniert. So, weiter geht es. So, dann haben wir auch Donald. Eines Tages hatte Donald schwer zu arbeiten. Er wollte neue Schienen legen. Aber schließlich stand ihm ein riesiger Baum im Wege. Das ist ein Pech, dachte er. Der muss hier weg, sagte Donald. Und er sägte den großen Baum, ohne zu fragen, unter großen Mühen ab. Einerseits richtig schön und von der Logik her, mal eben so einen Baum abzusägen, macht man nicht, aber ist schon lustig. Ist halt die Geschichte, ne? Vor allem, so einfach funktioniert das ja gar nicht. Dann ist der Baumstumpf da. Ich glaube, der Baumstumpf verschwindet hier auch in der Geschichte. So einfach ist es weg. Ja, da sehen wir das. So, weiter geht es. Aber ich finde es wunderschön gezeichnet einfach. Ne? Es ist sehr viel, ach, einfach schön. Aber im Wipfel dieses Baumes hatten A-Hörnchen und B-Hörnchen ihr Nest gebaut. Als der Baum umfiel, waren sie gerade nicht zu Hause. Sie waren in den Wald gelaufen, um sich ihre Nahrung für den Winter zu sammeln. Aber bald kamen sie zurück. Schwer beladen mit Eicheln. Sie wollten zu ihrer Wohnung hinaufklettern. Aber was war das da? Der Baum war fort. Sie glaubten ihren Augen nicht. War sehr erstaunt und also normalerweise, ihr wisst ja alles, ne? Wenn man einen Baum fällt, dann ist ein Loch oder wegen den Wurzeln oder ein Baumstumpf. So im Endeffekt, ja, gibt es nur noch einen kleinen. Also das ist technisch gar nicht möglich. Aber ach, schon spaßig, aber auch richtig schön. Man wird die Emotionen so in den Gesichtern selbst toll gemacht. An seinen Platz hatte Donald einen anderen kleinen Baum gepflanzt, der passte genau zu seiner Eisenbahn. Aber der ist doch viel zu klein, darauf können wir doch nicht wohnen, jammerte A-Hörnchen. Also Chip und Chap übrigens, ne? Wenn man so, später wurden ja die englischen Namen benutzt. Ne? A-Hörnchen, B-Hörnchen waren halt, ne? A und B, unsere Kindernamen, ne? Damals. Wo sollen wir nun hinziehen, rief B-Hörnchen. Auch er war ganz verzweifelt. Da setzten sich die beiden Eichhörnchen traurig neben den neuen Baum und überlegten, aber sie fanden keinen Ausweg. Als sie nach langer Zeit immer noch nicht wussten, was sie tun sollten, gingen sie so langsam an den Eisenbahnschienen entlang. Plötzlich sahen sie einen Zug vor sich stehen. Es war Donalds Eisenbahn, die er dort abgestellt hatte.
Die sieht putzig aus, lachte A-Hörnchen. Lass uns eine Reise machen, schlug B-Hörnchen vor. Sie sprangen in das Führerhaus der Lokomotive. Das war gerade so groß, dass sie hineinpassten. Sie machten ein kleines Feuer mit einer Schaufel voller Kohlen. Und auf ging's in voller Fahrt über den Schienendach. Ja, es gibt echt Eisenbahnen, die mit, ja, so gefüttert waren, aber es ist natürlich ein bisschen Fiktion, ne? Das ist ja auch die Geschichte dahinter, ne? Aber irgendwie fand ich das süß. Ja, hier sehen wir auch. Sie ratterten durch Tunnel, fuhren Berge hinauf und Berge hinunter und überquerten viele Flüsse. Es war wirklich eine wunderbare Fahrt. Bald kamen sie zu einem kleinen Dorf. Sie läuteten die Glocke, zogen die Bremse und schon hielt der Zug. Ja, wir sind in der alten Hosen gelandet. Ja, einfach irgendwie lustig. Wie gesagt, die Geschichte hat mich damals so begeistert, ne? Irgendwo. Aber sie fanden niemanden in dem Dorf. Die Häuser waren verschlossen, die Straßen leer. Erst ganz zum Schluss fanden sie eine Haustür, die offen war, und da gingen A-Hörnchen und B-Hörnchen hinein. Das Haus war sehr hübsch eingerichtet, mit Tischen, Stühlen und Betten, alles genau in der richtigen Größe für Eichhörnchen. Hier wollen wir wohnen, riefen A-Hörnchen und B-Hörnchen begeistert aus und richteten sich gleich häuslich ein. Ja, mit Blumen in der Vase, ja. Modelle sehr detailliert gebaut. So, da kommt ja der Chef dann an. Aber da nahte die Gefahr. Es war Donald. Er tobte vor Wut, weil man ihm seine schöne Eisenbahn gestohlen hatte. Er rannte die Schienen entlang und schnaubte wie eine Lokomotive. Ich glaube, mir fällt ein, es gab auch, glaube ich, einen Cartoon dazu, aber das weiß ich gar nicht mehr so genau. Es war die beste Eisenbahn der ganzen Welt, schrie er. Wahrscheinlich ist sie schon jetzt kaputt. Nicht jeder kann mit so einer kleinen Bahn richtig umgehen. Gerade in diesem Augenblick sah er seinen Zug. Er stand auf dem Bahnhof völlig heil. So, weiter geht es. Wer hat den Zug hierher gefahren, fragte sich Donald. Aber als er die Fußabdrücke von A-Hörnchen und B-Hörnchen sah, sagte er zu sich, das sind die Übeltäter, und folgte sogleich den Spuren. Diese führten ihn ins Dorf, durch viele kleine Straßen, kreuz und quer hinauf und hinunter. Schließlich hörten sie vor einer der Tür eines kleinen Hauses auf, in das A-Hörnchen und B-Hörnchen gegangen waren. Aha, dachte Donald, jetzt habe ich sie. Schlich sich zum Fenster und guckte hinein. A-Hörnchen und B-Hörnchen hatten das kleine Haus gerade fertig geputzt und gescheuert, sodass es überall blinkte und blitzte. Ganz erschöpft von der Arbeit hatten sie sich auf das Bett ausgestreckt und waren eingeschlafen. Sie waren sehr glücklich und nannten das Häuschen Villa Sanssouci. Donald sah nun, wie die beiden so friedlich zusammenschliefen. Kaum zu glauben, sagte er sich. Die Eichhörnchen haben ja genau die richtige Größe für meine Eisenbahn. Donald mochte A-Hörnchen und B-Hörnchen gern und wollte, dass sie seine Freunde würden. Darum stellte er ihnen kleine Flaschen mit Milch vor die Tür und legte ein paar Brötchen hinzu. Es gibt natürlich noch eine ganz andere Geschichte, wo es um Popcorn und den Baum und mit Donald geht, die legendär ist, mit also ein Cartoon sozusagen, wo es drauf und drunter ging mit den beiden, den dreien. Also das war schon sehr lustig. Ja. Als die Eichhörnchen ausgeschlafen hatten, erlaubte er ihnen, mit seiner hübschen Bahn zu fahren. Er selber setzte sich hinten auf den Personenwagen. Es macht viel Spaß, mit Freunden zu spielen, die die richtige Größe für meine Eisenbahn haben, rief Donald und war sehr glücklich. Hier sehen wir noch eine ganze Menge Bücher wieder, 40 an der Zahl momentan, die rausgekommen sind. Ja, schöne kleine Motiven noch von den Figuren. Auch richtig toll. Ne? Ich mag dieses ganze Artworks, das ist so schön mit viel Liebe gezeichnet. So, was haben wir auf der Rückseite? Auch nochmal Bücher, könnt ihr sehen, die erschienen sind. Hier haben wir jetzt Susi und Strolch, nochmal die erweiterte Geschichte. Ja, Bambi, Pinocchio, Peter Pan. Wunderschön, nicht? Wenn euch das Ganze gefallen hat, dieses Kinderbuch lesen, sage ich mal so, dann hinterlasst mir gerne ein Like, ein Abo. Und kommentiert, habt ihr das auch in eurer Kindheit gelesen? Und überhaupt, wie fandet ihr das? Ne? Ist mal was anderes. Ne? Ansonsten, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal.